Killian Hayes, 18 Jahre alt, ist eines der Top-Talente im NBA Draft 2020, der immer näher rückt. Der Franzose verbrachte sein letztes Jahr in Deutschland, lief Ratiopharm Ulm in der Basketball-Bundesliga auf. Dank konstant guter Leistung und einer Menge Verbesserungen in vielen Bereichen kletterte er in den Draft-Ranglisten im Verlaufe des Jahres weiter und weiter nach oben. In diesem Scouting-Report geht es unter anderem um seine Stärken und Schwächen, offensiv wie defensiv, wir schauen auf seine Rolle, sein Potenzial und auf viele andere Dinge. Willkommen zum ersten Video des GoToGuys Draft Radars 2020. Beginnen wir mit einem allgemeinen Überblick. Hayes hat eine Größe von 6'5", ein Gewicht von 192 Pounds und eine Spannweite von 6'8". Er übernimmt die Rolle des Playmakers und bringt dafür eine exzellente Größe und Länge mit. Obwohl sich in diesem Bereich klare Fortschritte erkennen lassen, ist Killian Hayes kein großartiger Athlet. Es fehlt an Explosivität, er hat Defizite im Antritt, der Beschleunigung und Tempo, Hayes ist kein Above-the-Rim-Slasher. Obwohl der 18-Jährige noch etwas an Muskelmasse draufpacken könnte, wirkt er dennoch schon relativ kräftig und stark für sein Alter. Zu Killians großen Stärken gehören seine Stop-and-Go-Fähigkeiten, er kann wunderbar abstoppen, behält dabei aber trotzdem toll seine Balance. Und abschließend, der Franzose ist einer der jüngeren Spieler seiner Draft-Klasse, er wird erst Ende Juli 19 Jahre alt. Kommen wir zu seiner Offense. Pick-and-Roll-Playmaking, Passing, Court-Vision, Basketball-IQ und Scoring-Potenzial sind die Stärken von Killian Hayes. Beginnen wir mit seinem Playmaking, genauer gesagt aus dem Pick-and-Roll raus. Hayes kreiert einen Großteil seiner Offense aus dem Pick-and-Roll und legt dort am allerliebsten für seine Mitspieler auf. Seine Größe ist dabei ein riesiger Vorteil, da er bequem über Defenses drüber schauen kann. Hayes hat ein außerordentliches Gespür für Timing und er ist unglaublich geduldig. Hier geht er rechts über den Screen, wartet dann, bis der Kollege abgerollt ist und spielt dann den genauen Lob. Ähnlich hier, wo er sich auch von zwei Defendern nicht aus der Ruhe bringen lässt, sondern geduldig auf seinen Mitspieler wartet. Er hat einen unglaublich soften Touch und kann mit links diese punktgenauen Pässe spielen. Ich denke, er wird überhaupt keine Probleme haben, sein Spiel aus dem Pick'n'Roll raus auf das NBA-Level zu übertragen und das hängt vor allem mit seiner Spielintelligenz zusammen. Die Art und Weise, wie er Defenses lesen kann, auf deren Taktik und Schemes reagieren und diese schlussendlich manipulieren kann, ist unglaublich beeindruckend für einen 18-jährigen Spieler. Schaut mal hier, er wird getrappt und egal wie die beiden Defender hier reagieren, Hayes wird den richtigen Pass spielen. Bleiben beide weg von der Mitte, spielt er zum Abroller, geht einer der beiden hin und hilft, wird entsprechend der freie Mann in der Ecke bedient, wozu es dann auch kommt. Hayes hat eine tolle Court Vision, immer ein Auge für den Shooter in der Weak Side. Ich sage euch, es gibt nicht viele Spieler, selbst in der NBA, die diesen Pass so spielen können. Hier sehen wir einen Downscreen, der geslippt wird und als der Verteidiger hochrotiert, spielt Hayes den Pass. Er beherrscht diese Weakside-Skip-Pässe aus dem Schlaf, wenn sich die Defense auf die Mitte konzentriert und kommt er über links, passieren in den meisten Fällen gute Dinge. Wieder, er geht geduldig zurück und manipuliert die Defense, spielt dann den Pass, wenn sein Big Man frei wird. Der junge Playmaker dirigiert das Pick'n'Roll wie kein zweiter in dieser Draft-Klasse, hier bestraft er die schwach ausgeführte Show in Recover Defense von Bayreuth, reagiert wieder gut und macht das richtige Anspiel raus in die Ecke. Diese Fähigkeit, auf all die verschiedenen Arten, wie man ein Pick'n'Roll verteidigen kann, zu reagieren, ist als Playmaker in der NBA absolut wichtig und das gehört zu Killians Stärken. Hier wird er getrappt und schaut mal, wie er den Ball noch einmal auf den Boden setzt, wartet, bis das Passing Window offen ist und dann den Bounce Pass durch zwei Gegenspieler an den Mann bringt. Oder hier ähnlich, um den zurückeilenden Gegenspieler herum. Hayes versteht es, Mitspieler frei zu spielen bzw. offen zu passen, hier bringt er die Defense zum Kollabieren und spielt erst dann ab, wenn der gegnerische Big in der Luft ist. Ein Musterbeispiel für dieses Offenpassen können wir hier sehen. Er zieht einen Defender raus aus der Zone, einen anderen rein, wodurch der Shooter in der Weak Side komplett frei steht. Der Pass ist perfekt, scharf gespielt, der Empfänger muss sich nicht bewegen, wunderbare Höhe. Hayes wird immer besser darin, die Aufmerksamkeit der kompletten Defense auf sich zu ziehen und auch dann kommt seine Pass-First-Mentalität immer wieder zum Vorschein. Er spielt am effektivsten, wenn man ihn mit Shootern zusammen aufs Parkett stellt.
Hayes hat eine geniale Court Vision, bist du offen, wird er dich finden, genauso wie wenn du ein Mismatch hast. Hier wartet er geduldig, während der Spielzug läuft, da dieser aber gut verteidigt wird, geht er zu Plan B, dem Pick and Roll, über. Er legt sich den Ball zurück auf links und er könnte jetzt schon spielen, sein Big hat aber noch keine endgültige Position und schaut auch gar nicht in seine Richtung. Also wartet er eine Sekunde und bounce den Ball dann direkt zu seinem Kollegen. Und zum Abschluss noch diese Sequenz, wo man ein bisschen seinen Gedankengang mitverfolgen kann. Wieder schauen Recover, Switch und Switch zurück und der Blick geht zuerst in die Mitte, die nicht frei ist, dann nach links draußen, auch nicht wirklich frei und jetzt kommt es auf Reaktionsschnelligkeit und Decision Making an und Hayes liefert ab. Er spielt in die Mitte, cuttet sofort zum Korb, bekommt den Ball und kickt raus. Also Playmaking für andere ist seine ganz, ganz große Stärke. Eine weitere seiner Stärken ist das Finishen aus der Mitteldistanz. Sein Midrange-Shooting sieht verbessert und komfortabler aus, hier verschafft er sich schön Platz mit dem Stepback. Dabei hilft ihm nicht nur seine Größe, sondern dass er kontrolliert in die Luft gehen kann und von dort balanciert abschließt. Die vorhin angesprochene Stopping Ability ist eine unheimlich wertvolle Fähigkeit, siehe beispielsweise James Harden. Hier aus vollem Lauf abzustoppen, ohne Kontrolle zu verlieren, ist extrem schwer. Heutzutage brauchen vor allem Point Guards diese klassischen Floater einfach in ihrem Arsenal und es ist wirklich schön zu sehen, dass Hayes bereits in jungen Jahren sicher darauf zurückgreifen kann. Auch am Rim wird sein außerordentlich guter Touch sichtbar. Hayes ist ein toller Finisher mit links und er kann in vielen Fällen gut den Kontakt absorbieren. Er benutzt seine Länge, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Sein Ballhandling hat sich im letzten Jahr extrem verbessert. Natürlich sind seine Handles bei weitem noch nicht perfekt, die Fortschritte sind aber nicht zu übersehen. Hayes ist niemand, der eine Reihe von schwierigen Moves am Stück macht und so seinen Gegenspieler schwindlig spielt. Das bedeutet aber nicht, dass er Gegenspieler nicht aus dem Dribbling schlagen kann. Am effektivsten ist er mit dem Crossover, überwiegend von rechts nach links. Er kann behind the back gehen oder mit der Hesitation. Und auch seine schöne Footwork sollte erwähnt werden. Da er wie angesprochen nicht der explosivste Athlet ist, braucht er diese fundamentalen Moves, um den Korb zu attackieren, was er vor allem gegen langsamere Big Men gut macht. Auch beim Drive fällt regelmäßig der hohe Basketball-IQ auf. Hier sieht er seinen Weg zum Korb schon am Perimeter. Er liest den Topfoot des Verteidigers, weiß aber auch, dass dieser hier aus der Mitte wegrotiert. Nun, man braucht Ballhandling nicht nur für den Drive, sondern auch für Shot Creation am Perimeter, in Hayes Fall sind die Handles vor dem Wurf sogar wichtiger für ihn. Und da haben wir dann noch einen der Hauptgründe, warum ich so ein großer Fan von Killian Hayes bin. Er ist in den letzten Monaten zu einem anderen Spieler geworden, wenn es um Pull-Up-Shooting geht. Vor seiner Zeit bei Ulm war das kein wirklicher Bereich, in dem er eigene Offense kreieren konnte und das hat sich mal komplett verändert. Das geht damit los, dass er ohne Probleme abdrückt, wenn Defender im Pick-and-Roll unter den Screen gehen. Genau das gleiche passiert auch, wenn ihm Gegenspieler am Perimeter zu viel Platz lassen. Der Schlüssel dahinter ist die wunderbare Fußarbeit, mit der er sich genügend Abstand zum Verteidiger verschafft. Hayes hat sich wunderschöne Stepbacks und Sidesteps angeeignet, erinnert hier sogar etwas an James Harden. Diese neuen Skills ermöglichen ihm außerdem auch über rechts zu gehen und dann zu werfen, ein ganz wichtiger Vorteil und das wird uns auch noch direkt zu seinen offensiven Schwächen. Die erste ganz große Schwachstelle in seinem offensiven Game ist seine extreme Abhängigkeit von seiner linken Hand, egal ob bei Layups, Pässen oder allgemein der linken Seite des Feldes. Werfen wir mal einen Blick auf diese Pick-and-Roll-Possession, bei der er rechts über den Screen geht. Hayes killt sein Dribbling, fühlt sich überhaupt nicht wohl und verliert fast den Ball. Er spielt so gut wie nie den Pass über rechts, nutzt immer seine starke linke Hand. Hier nimmt der Guard den ineffizienten, schwierigen Floater von der Dreierlinie, anstatt weiter über rechts zu attackieren. Bei Finishes am Korb lässt sich das gleiche beobachten. Er legt sich den Ball immer wieder auf links, obwohl bzw. selbst wenn der Korbleger mit rechts viel einfacher gewesen wäre. Das kann gut gehen, oft halt aber auch nicht und er macht sich das Leben damit deutlich schwerer als nötig. Und es macht den 18-Jährigen insgesamt sehr berechenbar. Einfach gesagt kann er nur auf einer Seite des Feldes spielen, nämlich auf links. Hier attackiert er One-on-One und der Defender weiß ganz genau, was Hayes vorhat.
Ulm lief immer wieder Plays und positionierte Mitspieler so, dass man Hayes über links spielen lassen konnte. Zum Beispiel, indem Spieler nach rechts geschickt wurden, um die linke Seite des Feldes frei zu machen. Oder Weave-Actions wie hier, wo Hayes von rechts kommt, den Ball erhält und direkt nach links ziehen kann. Hayes verbuchte durchschnittlich 4,7 Turnover pro 36 Minuten, ein viel zu hoher Wert. Eine schlechte Angewohnheit ist, dass er oft schon abspringt, bevor er weiß, wo er hinspielen soll. Hayes hat Probleme, wenn man ihn aggressiv verteidigt und unter Druck setzt, lässt sich da noch zu einfach aus der Ruhe bringen. Man sollte aber erwähnen, dass viele BBL-Teams ihn überdurchschnittlich und ungewöhnlich aggressiv verteidigt haben, etwas, das vielleicht nicht unbedingt so in der NBA zu erwarten ist. Nun zu seinem Shooting. Hayes traf in dieser Saison gerade mal 29,4% seiner Dreier für Ulm, alles andere als ein guter Wert. Obwohl er sich als Pull-Up-Schütze stark verbessert hat, bleibt er ein schwacher Catch-and-Shoot-Schütze und stellt auch deshalb abseits des Balles noch überhaupt keine Gefahr dar. Dazu kommt, dass er so gut wie nie über Screens geht und dann aus der Bewegung wirft. Ich bin aber dennoch optimistisch, dass Hayes mal ein guter NBA-Shooter werden kann und das hat ein paar Gründe. Seine Wurfform sieht okay aus, der Release ist ziemlich schnell. Der Touch ist überragend und er trifft in dieser Saison 87% seiner Freiwürfe, was ein Indikator sein könnte, dass er mal ein guter Werfer wird. Selten ist jemand, der so gut und sicher seine Freiwürfe verwandelt, langfristig ein mieser Werfer von Downtown. Reden wir nun im zweiten Teil des Videos über seine Defense. Kilian hat sich im letzten Jahr konstant in vielen defensiven Bereichen verbessert. Er kann im Pick'n'Roll geschickt und technisch stark über den Screen navigieren und gut recovern. Hier schön zu sehen, wie früh Hayes hier Druck auf den ballführenden Spieler ausübt, dann seinen Topfoot über den Screen bekommt und so die Driving Lane zustellt, dann aber sofort die Richtung wechselt und seinen Gegner um den Screen jagt. Die athletischen Defizite zeigen sich auch defensiv, aber auch da macht er große Fortschritte. Wenn er konzentriert bei der Sache ist, macht der 18-Jährige einen tollen Job am Perimeter, an seinem Mann dran zu bleiben. Er ist relativ mobil, stellt seinen Körper gut rein und kann mit seinen langen Armen Würfe gut erschweren. Diese Contests, egal ob er vor dem Ballhändler steht oder diesen jagt, sehen richtig gut aus. Die Vorteile, dank Größe und lange Arme helfen ihm, immer wieder eine Hand an den Ball zu bekommen. Hier macht er wunderbar die Passing Lane dicht. Er hat ein tolles Gespür, um den Ball zu klauen, dazu kommt, dass er ziemlich schnelle Hände hat. Mir gefällt Kilians Aggressivität und er hat einen sehr aktiven defensiven Motor. Auch seine Team-Defense ist auf einem hohen Niveau. Schaut mal, wie er hier zur Mitte hilft, damit den Rollman deckt, dann aber blitzschnell draußen ist und super abstoppt. Oder hier, wo Hayes auch wieder perfekt positioniert ist und so den Steal holt. Im Allgemeinen gefällt mir sein defensiver IQ. Und er hat ein tolles Verständnis für gegnerische Plays und Schemes entwickelt, liest hier den Backscreen und Cut. Er neigt allerdings dazu, seinen Gegenspieler gerne mal zu verlieren, da er noch oft zu sehr auf den Ball fokussiert ist. Außerdem hat er die schlechte Angewohnheit, übertrieben auf Steal zu gamblen. Während Kilian gut um Ballscreens navigiert, hat er abseits des Balles teilweise große Probleme, um Screens zu kommen, verliert so zu oft noch sein Matchup. Auch seine On-Ball-Defense bleibt inkonstant. Hayes lässt sich noch zu einfach aus dem Dribbling schlagen, oft reicht da schon ein einfacher Crossover. Und auch wenn der 18-Jährige weiß, wie er das Pick'n'Roll verteidigen soll, bleiben gelegentliche Aussetzer leider nicht aus. Ich denke, sein defensives Potenzial ist aufgrund athletischer Defizite, Explosivität und Footspeed durchaus limitiert. Er wird wahrscheinlich mal nicht zu den besten Guard-Defendern der NBA gehören. Ich sehe aber durchaus eine Chance, dass Hayes mal ein Plus-Defender wird, der mehrere Positionen verteidigen kann und vor allem als kluger Team-Defender agiert. Fazit: Es gibt eine Menge Gründe, an Kilian Hayes zu glauben.
Er hat einen hohen Basketball-IQ, fühlt sich als Pick-and-Roll-Ballhändler wohl, bringt überragendes Playmaking mit und es gibt einige Indikatoren bezüglich seines Wurfes, die für vorsichtigen Optimismus sorgen. Nun, die Frage wird sein, wie viel seines Scoring-Potenzials der 18-Jährige in der NBA ausschöpfen wird, und das wird, denke ich, ultimativ über die Größe seiner Rolle auf dem NBA-Level entscheiden. Fällt der Wurf und kann er diese Shot-Creation-Ansätze auf konstanter Basis in der NBA zeigen, reden wir von einem primären Ballhändler, der gleichzeitig großartiges Playmaking, aber auch 3-Level-Scoring mitbringt. Dieses Scoring entscheidet auch darüber, wie flexibel man ihn in verschiedenen Lineups einsetzen kann. Ist der Wurf gut genug, dass er auch abseits des Balles neben einem anderen balldominanten Spieler spielen kann? Braucht man vielleicht sogar einen weiteren Ballhändler, der größere Scoring-Aufgaben übernimmt? Oder kann Hayes langfristig all diese Dinge selbst übernehmen und sein Team offensiv in allen Bereichen dirigieren? Und man darf auch nicht vergessen, dass verbessertes Shooting bzw. Scoring auch seinen anderen Bereichen helfen wird. Je mehr Defender ihn als Scoring-Gefahr ernst nehmen müssen, desto mehr kann er sie wiederum als Playmaker und Passer manipulieren. Seine Fragezeichen sind in meinen Augen nicht so groß wie die der anderen Prospects, auch wenn mir seine rechte Hand Sorgen bereitet. Was haltet ihr von Hayes? Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Ich habe euch den Link zur GoToGuys Draft Redaktion mal unten in die Videobeschreibung gepackt, checkt gerne mal unsere Arbeit aus. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.